Attention, please. You are listening to your number one podcast called Business Boulevard. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zum Podcast Business Boulevard. Mein Name ist Tom Illauer, ich bin Diplombank-Betriebswirt und das ist dein Lieblingspodcast in Sachen tägliche News aus der Business- und Startup-Branche. Und wir starten direkt in den Tag. Es geht los mit dem Deal-Monitor. Wir fangen an mit B2B Food Group. Rocket Internet, Holzbrink Ventures und ein nicht genannter Investor investieren 8 Millionen Euro in die noch junge Firma B2B Food Group, zu der momentan Order In und Caterings gehören. Die B2B Food Holding von Rocket Internet wird von Adrian Frenzel und Dominik Unnützer geführt. Das neue Unternehmen und die beiden Catering-Startups beschäftigen derzeit 120 Mitarbeiter. Dann Flyin. Amerikanische Business Angels, von denen viele eng mit der Luftfahrtindustrie zusammenarbeiten, unter anderem Monty Breva, ehemaliger CEO von Air Canada, investieren 2,4 Millionen Euro in das Berliner Startup Flyin, das von Stefan Pigot und Daniel Vamosi gegründet wurde und ein Online-Marktplatz für Flugreisen ist, bei denen Kunden Flüge suchen und direkt buchen können. Dann IDL, die Private Equity Gesellschaft Lea Partners investiert in IDL, einem Anbieter von Corporate Performance Management und Business Intelligence. Mit dem frischen Kapital plant IDL, seine Marktposition über den deutschsprachigen Raum hinaus weiter auszubauen. Dann Motorismo, die Plattform für Motorradreisen, Trainings und Transporte. Motorismo hat sich eine Seed-Finanzierung in sechsstelliger Höhe gesichert. Über die Investoren wurde nichts bekannt. Die Gründer Michael Karlin und Christoph Kehler sind sich sicher, dank der Finanzierungsrunde können die Marktchancen ab sofort noch besser genutzt werden, um die erste Adresse für Motorradfahrer im Internet zu werden. Ja, und dann noch ein Exit. Der Heidelberger Fintech-Anbieter HeidelPay übernimmt das Frankfurter Startup Universum, ein Pay-Later- und Inkasso-Dienstleister. Das von Mirko Hüllemann gegründete Unternehmen konnte zwischen 2017 und 2018 sein Transaktionsvolumen auf knapp 6 Milliarden Euro verdreifachen und die Anzahl der durchgeführten Transaktionen um 150% steigern. Kaufpreis stillschweigen. Dann eine Nachricht von Number 26 oder N26 nach der neuen Firmierung. Die N26 Bank verliert ihren Finanz- und Risikochef. Nach Informationen vom Finanzszene hat Matthias Oetken schon vor einiger Zeit intern seinen Rückzug angekündigt. Der Risikoexperte wollte sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, soll Oetken in jedem Fall im Amt bleiben, womöglich sogar noch weit ins Jahr hinein. Eine Verabredung, die darauf hindeutet, dass er für den Abgang tatsächlich keinen, ja zumindest delikaten Grund hatte. Laut der Information vom Finanzszene wurden mögliche externe Nachfolgekandidaten zuletzt bereits von einem Headhunter kontaktiert. N26 steckte zuletzt in einer riesen Finanzierungsrunde und das wird wahrscheinlich auch der Umstand sein, dass die Demission noch nicht kommuniziert wurde. Zwar fand das Funding auf Ebene der N26 GmbH statt, um deren Finanzen sich Gründer Maximilian Thayenthal persönlich gekümmert hat. Aber allerdings kann man davon ausgehen, dass Oetken als CFO der eigentlichen Bank, die unter der GmbH hängt, ebenfalls eine zentrale Rolle gespielt hat. Herr Oetken war Mitte 2016 zu N26 gekommen und gehörte damit zu den ersten deutschen Bankern, die überhaupt von einem großen Unternehmen zum Startup gewechselt haben. Dann eine Nachricht von Mastercard. Und zwar, die EU-Kommission verhängt 570 Millionen Euro Strafe gegen Mastercard. Ja, die europäischen Verbraucher benutzen Zahlungskarten jeden Tag, wenn sie Lebensmittel oder Kleidung kaufen oder etwas im Internet bestellen. Das sagt EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager. Die Regelungen von Mastercard hätten Händler daran gehindert, bessere Konditionen von Banken in anderen Mitgliedstaaten in Anspruch zu nehmen. Das habe zu künstlich hohen Kosten für die Kunden geführt. Das war zum Nachteil der Verbraucher und der Einzelhändler. Und für Verbraucher und Händler ändert sich nichts.
der EU-Kommission zufolge verstieß Mastercard mit seinen Vorschriften zum Interbankengeld bis 2015 gegen EU-Kartellrecht. Die Untersuchung läuft bereits seit Jahren und Mastercard hat die jetzt bestrafte Praxis bereits abgestellt. Für Verbraucher und Händler ändert sich also nichts. Die Brüsseler Behörde zufolge hat jetzt gerechnet, dass dies zu einer künstlichen Beschränkung des EU-Binnenmarkts und zu einer Einschränkung des grenzüberschreitenden Wettbewerbs geführt hat. Erst war eine Strafe von 650 Millionen Dollar im Gespräch. Mastercard habe die Verstöße anerkannt, hieß es. Daher sei die Strafe um 10% reduziert worden. Dann eine Nachricht aus der Finanzszene. Und zwar ist dies das bislang größte Investment der Deutschen Bank in ein einheimisches Fintech. Könnte sein, auch wenn wir uns nicht ganz sicher sind. Aber jedenfalls, das 2015 gegründete Berliner Buchhaltungs-Startup Zeitgold hatte gestern eine Finanzierungsrunde über 10 Millionen Euro bekannt gegeben, wobei zu den Investoren neben den handelsüblichen VCs auch die AXA und die Deutsche Bank gehören. Dass die Beteiligung nicht rein finanziell zu verstehen ist, erkennt man daran, dass die Frankfurter Großbank die Anwendung ihrer kleinen Firmenkunden als Buchhaltungslösung empfehlen will. Noch zwei weitere interessante Aspekte halt zu dieser Meldung. Erstens, Zeitgold scheint ganz ambitioniert zu sein, hat jetzt schon insgesamt 24 Millionen Euro gefundet und will die Zahl der Mitarbeiter von 110 auf 200 aufstocken. Und zweitens, uns erinnert diese Deutsche Bank Investment so ein bisschen an die Investments, die wie sie von der Commerzbank eigentlich kam, was man auch daran erkennt, dass letztere am Zeitgold-Wettbewerber Candies beteiligt sind. Ja, und dann für heute die letzte Nachricht. Amazon überarbeitet die Produktseiten, meine Freunde. Was ist da los? Amazon überarbeitet den Workflow beim Erstellen von Listings in der Seller Central. Bisher war es bei den Angaben über neue Produkte üblich, dass der erste Ersteller einer Produktbeschreibung für den Artikel die Schreibrechte hatte und behielt und sich alle anderen an dessen Produktbeschreibung orientieren mussten. In Zukunft soll dies laut einer Meldung von Amazon, zumindest von der Agentur Revoc, aus Köln anders gelöst werden. Händler, die neue Produkte oder Produktvarianten anlegen wollen, müssen in Zukunft einen 8-stufigen Prozess durchlaufen, mit dessen Hilfe Amazon die Händler zu einer einheitlichen, unternehmenskonformen Erstellung der Artikelbeschreibung anhalten will. Ja, insgesamt wirkt die Aufteilung nun einfacher und stimmiger. Angefangen bei der Einstufung der passenden Produktkategorie. Neu ist auch, dass die Beschreibung in einer Art Mashup zusammengeführt wird. Amazon, Zitat dazu, wenn mehrere Verkäufer dasselbe Produkt über eine Detailseite verkaufen, kombinieren und präsentieren wir die besten Produktdaten, um Kunden so das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge mal wieder Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis morgen. Dein Tom.